Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser-Unterhaltung. Ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein bisschen Top-Tier. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, ne? Ich bin in letzter Zeit viel im Top-Tier unterwegs. Dabei habe ich irgendwann mal gesagt, Top-Tier ist völlig kaputt. Aber ich habe mich irgendwie dran gewöhnt und Top-Tier lässt sich tatsächlich relativ gut spielen. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Und nachdem ich viel Schweden gefahren bin, viel Deutsche gefahren bin im Top-Tier, und ich immer noch der Meinung bin, dass das schwedische Top-Tier-Deck, also 11-0, immer noch das Beste ist, was wir im Spiel haben. Da fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Abrams und dann Hetmas. Spiele ich mich gerade so ein bisschen durch die anderen Nationen auch durch, zumindest bei denen ich schon im Top-Tier angekommen bin. Unter anderem bei den Franzosen, da habe ich die beiden Leclercs, also diesen hier und den S2 schon etwas länger. Und ja, versuche mich da jetzt gerade noch so ein bisschen immer mal wieder hochzuspielen. Ich habe beiden Leclercs, die ich jetzt schon habe, im letzten Sale jeweils einen Talisman verpasst. Das heißt, es gibt auf jeden Fall deutlich mehr Forschungspunkte. Das lohnt sich dann tatsächlich schon. Und wenn man dann eventuell noch einen Booster laufen hat, dann ja, geht da mal richtig was ab, je nachdem, wie gut man abschneidet und wie hoch dann auch der Booster ist. Ihr wisst es selber. Ich glaube, in dieser Runde hier hatte ich einen 500% Forschungspunkte Booster laufen und habe dann am Ende irgendwas um die 30.000 Forschungspunkte bekommen. Das nochmal als kleiner Spoiler. Aber den Leclerc an sich habe ich, glaube ich, irgendwann mal vor ewigen Zeiten in einem Gast-Replay gezeigt. Ich glaube, da war es Haubitzenfritz, der mir sein Replay da zur Verfügung gestellt hatte und ich habe den Leclerc, glaube ich, selber noch nicht gezeigt. Schande über mein Haupt. Die Fahrzeuge schon ewig lange im Spiel drin. Und ich habe sie halt einfach noch nicht gezeigt. Also wirklich, es geht gar nicht. Aber ja, es liegt halt eben auch daran, weil ich relativ lange nicht so ausgiebig Top-Tier gespielt habe, wie ich das in letzter Zeit mache. Bin mal gespannt, wie lange es noch geht. So, wir haben jetzt den Leclerc, wir haben den Leclerc S2 und wir haben den Leclerc S21. Ich will jetzt gar nicht auseinanderhalten und auseinanderpacken, wo sich die Dinger alle drin unterscheiden. Am wichtigsten ist, dieser hier wiegt am wenigsten. Ich glaube, irgendwas über 53 Tonnen und die anderen beiden wiegen knappe 57 Tonnen. Ich glaube, beim S2 haben wir noch eine neue Klimaanlage drin, irgendwie sowas. Also wichtig ist aber, dass ihr entsprechend bei allen Thermal habt und wichtig ist auch, dass alle drei mit der gleichen Top-Munition ausgestattet sind, nämlich mit der OFL 120 F1 mit 573 mm Pen auf 100 Meter. Der Schuss auf die 2S6, der war gerade ganz schön frech, weil ich einfach mal zwischen die Bäume geholzt habe und ihn tatsächlich getroffen habe. Ich habe einfach nur dahin gezielt, wo seine Leuchtspur herkam und hatte tatsächlich an der Stelle Glück. So, das hier ist so eine typische Kartenposition, die könnte man sich eigentlich schenken, weil man da halt in den Spawn reinböllern kann. Aber ihr wisst es, ne? Das Kartendesign ist jetzt tatsächlich nicht das Beste. So, jetzt gucke ich hier gerade auf der Minimap. Hier war ein Gegner markiert. Da ist er wieder markiert. Ob er vielleicht zurückfährt und uns vors Rohr. Ich habe jetzt mal sicherheitshalber Ari auf ihn gelegt. Und ja, die Runde sieht für uns gar nicht mal so gut aus. Was tatsächlich hier momentan ganz okay ist, dass keine Helis drin sind und auch keine Flieger, zumindest noch nicht. Und eigentlich sieht es für unser Team gar nicht mal so schlecht aus. Also wir haben hier eine relativ gute Front aufgebaut, aber wie ihr hier sehen könnt, ja, wird hier auch noch einer nach dem anderen rausgeschossen. Liegt halt eben auch einfach daran, weil die Gegner sich hier bei B in den ganzen Häusern bzw. in den Straßenschluchten hier ordentlich verbissen haben. Und sie deswegen hier entsprechend machen können, was sie wollen. Und unser Team hier ziemlich aufgerieben wird. So, sorry Leopard 2PL, das war jetzt nicht ganz so meine Absicht. Da habt ihr es gerade gesehen, diesen, ich nenne es mal Bug, gibt es immer noch. Dass wenn man irgendwo an ein Hindernis ranfährt, die Kanone nach oben geht. Das ist ultra nervig.
So. Hier steht einer. Da steht ein Abrams. Ja, schade. Stückchen zu hoch geschossen. Nur seine Optik erwischt. Kanonenrohr kaputt. Im nächsten Moment eine Abschusshilfe bekommen. So, ich presche jetzt hier mal durch. Und hier stehen so zwei schöne Wracks. Und weil noch einer bei B ist, hoffe ich, dass der hier vielleicht vorbeigefahren kommt. Und jetzt fängt es auch so langsam an loszugehen mit den Helis. Und ihr seht hier auch schon, ne? Also die Runde kann man eigentlich jetzt an der Stelle fast schon wegschmeißen. Weil wenn man sich das auch Ganze hier mal im Scoreboard anschaut, ja, dann mag man das eigentlich fast gar nicht glauben, weil der Gegner eigentlich mehr Spieler schon hat, die raus sind. Aber unser Team schafft es schlicht und ergreifend einfach nicht, sich hier frei zu kämpfen. Und ich habe mich, wie gesagt, dazu entschlossen, hier jetzt erstmal kurz zu warten, in der Hoffnung, dass der Abrams, der an der Kirche steht, vielleicht rauskommt. So, hier kommt jetzt ein KA-50. Dem geben wir mal schön einem im 50er Kaliber mit, was wir hier drin haben. Er stürzt natürlich nicht ab oder fängt auch nicht an zu brennen. Warum auch? Ist ja ein KA-50, ne? Ist klar. Wenn ich solche Manöver mache, bin ich sofort instant rausgeschossen. So, aber er kriegt eine und wir kriegen unsere zweite Abschusshilfe. 1432 Punkte. Und der Feindpanzer steht immer noch bei B. So, wo steht er jetzt hier? Hat sich irgendwie verdrückt anscheinend. Ah, nee, da steht er. Ja, das ist ein Wrack gewesen. Schauen wir mal, wenn wir ein bisschen außen rum fahren, vielleicht kriegen wir da den Abrams erwischt. Ja, es ist halt einfach, das seht ihr hier schon, ne? Dadurch, dass die jetzt, dass die alle drei Flaggenpunkte haben und auch noch direkt einer in C drin steht, können wir da herzlich wenig machen. So. Natürlich hört er mich und sieht mich auch. Glück gehabt, dass er nur meine Kette getroffen hat. Ich habe seine aber auch nur getroffen. Der Schuss durchs erste Kettenrad ging leider nicht. Aber jetzt kommt unser Teammate da an und sorgt dafür, dass wir die dritte Abschusshilfe kriegen. So, und jetzt ist zumindest B frei, dass wir hier ein paar Punkte noch abstauben können. Deswegen stellen wir uns mal hier direkt an den Rand der Cap-Zone. Schön, dass der Baum jetzt direkt auf uns drauf liegt. Spannend. So, links von uns hört man auch noch was. Also hier in dem Bereich. Parallelstraße. Wir cappen jetzt aber erstmal durch. Der links von uns wird aber gleich noch interessant. So. Die erste Markergranate hat uns natürlich direkt am MG getroffen. Das ist klar. Ich warte nur auf den Moment, an dem mich so eine Markergranate mal tatsächlich killt. So. Ihr hört es vielleicht da vorne und da habt ihr es auch schießen sehen. Da steht ein Abrams. Der da gerade einen auf der Hauptstraße weggemacht hat. So. Er fährt weiter. Wir können ihm direkt mal durch die Backe bollern.
beziehungsweise durch die Turmseite. Abschluss Nummer 4. Und gerade sieht es tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus, weil unser Teammate da unten A einnehmen kann. So, jetzt höre ich hier hinter mir einen fahren. Und das Gute beim Leclerc ist, es ist einer der High-Tier-Panzer, der seine Kanone hinten aufs Heck auflegen kann. Das können ja bei weitem nicht alle. So. Dem T80 schön in die Seite geböllert. Das Ace vollgemacht. 2448 Punkte. Zwei gekappte Zonen, drei Abschusshilfen, fünf Abschüsse. Und jetzt war ich am Überlegen. Bleibe ich jetzt stehen, warte ab oder fahre ich vor? Ich habe mich dann dazu entschieden, vorzufahren. Aber jetzt nicht hier rein, sondern habe mich spontan nochmal umentschieden. Habe mir gedacht, nee, komm, fahr auf die Hauptstraße. Nur leider jetzt genau das Problem. Unser Teammate bei A ist rausgeschossen worden. Und jetzt werden wir die Runde definitiv verlieren. Ari habe ich reingelegt. So, jetzt schauen wir mal, kommt da was? Nee. Also weiter. Und jetzt wird es gleich traurig. Jetzt wird es gleich richtig traurig. Da unten kommt noch ein Gegner. Ein Millimeter zu hoch. Und er hackt mir einfach direkt mal durch die Oberwanne. Schade. Aber so ist es halt. Am Ende ist die Runde hier vorbei gewesen. Wir haben noch verloren, aber ich muss das hier nochmal kurz laufen lassen, sonst sehen wir unsere Punkte gar nicht. Aber ja, wir haben am Ende gar nicht mal so schlecht dagestanden. Platz 1, 2696 Punkte, 4 Abschusshilfen, 2 gekappte Zonen, 5 Gegner haben wir selber rausgeschossen, also ein Ace noch vollgemacht. Und ja, die Runde, glaube ich, für uns ganz gut gewesen. Ich glaube, wir haben hier ganz gut was reißen können. Ihr seht es auch hier, da waren so einige bei uns im Team, die eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen sind. Aber ihr seht, ja, der Anteil, obwohl im Gegnerteam ja mehr Leute waren, die gar nichts gemacht haben, hat es bei uns so überhaupt nichts gebracht. Man muss aber auch sagen, das Gegnerteam hat hier sehr, sehr gut agiert, muss ich gestehen. Und ja, hat uns hier tatsächlich jederzeit unter Kontrolle gehabt. Auch solche Runden passieren natürlich, da könnt ihr noch so gut spielen, ja. Ihr wisst es, ihr könnt nicht immer den Unterschied machen, aber ihr könnt zumindest für euch den Unterschied machen, indem ihr nämlich dann ab einem gewissen Punkt, wenn ihr erkennt, okay, die Runde ist verloren, dann noch versucht, für euch das Beste rauszuholen. Und ich denke, das haben wir hier an dieser Stelle auch entsprechend getan. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.